Hallo und willkommen auf meinem Kanal hier bei Holidoll und willkommen zur ersten Folge Gold Mining Simulator. Ich möchte Gold finden, ich will endlich reich werden. Wir sind jetzt in Alaska, wir steigen in unser Auto. In diesem Spiel geht es darum, Gold zu schürfen. Ich weiß ja nicht, ob ihr auf D-Max die Serie mit dem Parker Schnabel Gold Rush kennt, also Goldrausch in Alaska. Und dieses Spiel ist so, ja, das Spiel zur Serie, hätte ich bald gesagt. Und wir haben hier, wir starten hier mit einem Pickup. Wir starten mit $450, also relativ arme Schlucker sind wir. Und wir machen uns jetzt auf die Suche nach dem großen Gold, nach dem großen Geld. Wir starten mal den Motor, die Handbremse lösen und jetzt geht's auf. Wir müssen jetzt erstmal unseren... gesperrt. Wir müssen in die Stadt fahren. Wir brauchen Material. Wir brauchen eine Waschrinne. Wir brauchen eine Wasserpumpe, Eimer, was weiß ich nicht noch alles jetzt am Anfang. Das müssen wir erstmal holen. Wir müssen langsam anfangen. Wir fangen an mit einer Schaufel und enden... am Ende mit den größten Maschinen. Ich weiß gar nicht. Oh shit. Hier links muss ich. Da ist auch die Straße gesperrt. Wir sind jetzt in Haines in Alaska und wir kaufen ein. Der Tank ist halb voll. Der wurde uns auch gegeben. Ich weiß nicht von... hier hat es gerade geleckt. Direkt erstmal hier auf der glatten Straße. Ist ja noch Winter aktuell hier, wie wir sehen. Der Sommer beginnt in 10 Tagen. Hier ist, hier werden wir uns sehr oft aufhalten. Hier ist nämlich der Einkaufsladen, hätte ich bald gesagt. Hier müssen wir alles kaufen. Wir haben hier eine Beschreibung von dem, was wir kaufen müssen. Die Grundausrüstung ist, wir brauchen eine Hogpan. Wir brauchen eine Hogpan-Waschrinne, zwei Schürfmatten, Eimer. Und dann müssen wir zur Kasse gehen. Okay. Das ist der für Pumpen und das ist der manuelle. Den brauchen wir. So, dann brauchen wir, ich glaube, hiervon zwei, ne? Oder? Zwei Matten. Da brauchen wir noch eine Hogpan-Waschrinne. Jetzt haben wir das. Jetzt brauchen wir noch Eimer. Eimer brauchen wir noch. Ich würde sagen, komm, nehmen wir direkt drei Eimer. Da sind wir mal Gönner. Und hier kaufen wir jetzt erstmal ein. Bevor wir jetzt gleich zu unserem Claim fahren. Ich weiß gar nicht, müssen wir den erst noch pachten? Ich glaube, wir müssen den erst noch pachten bei der Bank. Aber vorher schauen wir uns dann noch einmal die ganzen Maschinen an, die es hier gibt. Wir laufen mal durch, was es so alles zu entdecken gibt. Dieses Spiel, da gibt es schon relativ viele DLCs zu. Das war bei Steam im Angebot gewesen mit allen DLCs. Deswegen können wir uns hier auch alles angucken, was es aktuell in dem Spiel gibt. Erstmal laden wir jetzt hier auf. Und wer hat nicht schon mal geträumt, einen Schatz zu finden, Gold zu suchen? Ah, das ist doch ein Traum, den jeder schon mal hatte. Jeder Mann, denke ich, ist schon mal auf die Idee gekommen. Ach komm, jetzt einen Schatz finden. Wenn es in der Kindheit war, im eigenen Garten oder dann im großen. Ach komm, hier so Schatzsucher, Goldsucher. Das wäre noch ein Job für mich. Hat doch jeder schon mal dran gedacht. Ich auch, aber für mich wäre es leider nichts, weil... weiß ich nicht. Ich glaube, das wäre nichts für mich. Bock hätte ich da schon drauf. So, hier sind wir jetzt bei der Bank. Und wir pachten für 0 Dollar pachten wir jetzt hier den Old Glen. Nein, das ist die Old Glen Bank. Was pachten wir denn? Old Arnold haben wir jetzt gepachtet. Den alten Arnold. Jetzt fahren wir noch mal einmal zu den ganzen großen Maschinen, die wir uns alle im Laufe dieses Let's Plays anschauen werden. Falls ihr Bock habt, gerne dabei bleiben.
liken, kommentieren, abonnieren und hier einmal die Handbremse rein. Und jetzt schauen wir uns das an. Hier ist der große Muldenkipper, der große Bagger. Hier ist ein kleiner Bagger, hier ist er. Oh, den hätte ich ja gerne jetzt schon, den Radlader. Und hier ist er. Hier, schaut euch dieses Gerät an. Frankenstein. Das ist das, was sich der Acker Schnabel in der Serie hat bauen lassen. Alter Schwede. Das sieht ja im Spiel genauso gut aus wie auch in echt. Und hier ist das kleine Maschinen, das Mini-DLC. Hier haben wir einen kleinen Bohrer. Dann haben wir hier einen kleinen Frontlader. Ein richtig geiles Teil. Das bin ich tatsächlich auch schon echt gefahren. Ich bin ja gelernter Maurer. Auch hier Mini-Bagger bin ich auch schon echt gefahren. Und auch hier diese Größe. Diese Größe bin ich schon gefahren. Den großen hatten wir nicht auf der Baustelle, aber den kleinen für die Erdarbeiten hatten wir auch. Und hier den Radlader. Radlader bin ich auch gefahren. Hat immer Spaß gemacht, bis er mir fast mal umgekippt wäre. Weil wenn du vorne die Schaufel hochmachst, dann ist da so ein kleiner Haken dran. Und ja, der Vorarbeiter hat gesagt, von wegen hier mach mal hier die große Rüttelplatte. Das war so eine automatisch selbstfahrende Rüttelplatte. Die, boah ja, 2 Tonnen hat die gewogen. Kann auch 2,5 Tonnen gewesen sein. Auf jeden Fall, ja, heb die mal damit hoch und versetzt die mal. Mhm. Ich heb die hoch, lass die zu weit oben. Ja, ist gut. Ich lasse die zu weit oben, die Rüttelplatte. Schlage ein mit dem Knicklenker. Und auf einmal macht's bumm. Ich stand nur noch auf 3 Reifen. Und die Rüttelplatte hat zum Glück den Boden berührt dann. So dass der Radlader dann nicht umgekippt ist. Das war schon eine heikle Sache, sag ich mal. Hilfe. Hier ist Glatteis, Leute. Hier ist Glatteis. Andere Frage, kennt ihr das Spiel? Kennt ihr das Spiel? Ich habe hier gerade ein Papier, was mich extrem nervt. Kennt ihr das Spiel? Habt ihr das schon mal gespielt? Habt ihr Erfahrung? Welche Maschinen sind die besten? Ihr könnt mir ja gerne Tipps geben in den Kommentaren. Ich habe mir so 1-2 Let's Plays davon mal angeschaut. Deswegen weiß ich auch schon so einige Sachen. Hier zum Beispiel den Weg. Den kennt man. Wenn man sich 2 Stunden lang Let's Play angeguckt hat. Und ich habe dann richtig Bock drauf gehabt. Und dann war es im Angebot bei Steam. Da habe ich gedacht, nee, jetzt musst du zuschlagen. Das ist das mein Spiel. Das ist mein Spiel. So, wir fahren jetzt erstmal zu unserer zu unserem Goldplatz. Jetzt fahren wir hier rückwärts rein. So. Ja. Und Handbremse rein. Motor aus. Aussteigen. Jetzt kommt die harte Arbeit. Jetzt müssen wir das aufbauen. Hier müssen wir einmal aufbauen. Ich hoffe, ich habe auch alles. Hier hat schon einer gebuddelt. Hier hat einer gebuddelt. In meinem Gebiet, auf meinem Claim. Frechheit. Absolute Frechheit. Hier haben wir einen Eimer. Die Matten müssen rein. Die müssen wir ja gleich auswaschen. Und ich hoffe natürlich, dass wir Nuggets finden. Richtig große Nuggets. So, dass wir auch richtig schön Geld verdienen können. Erstmal einmal Wasser holen. Okay, Wasser stellen wir uns hier hin. Und jetzt, Freunde, jetzt geht's los. Jetzt müssen wir arbeiten. Aber vorher, ich möchte euch einmal den Claim noch zeigen. Hier ist nämlich unsere Waschküche, hätte ich bald gesagt. Hier waschen wir dann das Gold, wenn wir einen Cleanout machen. Hier können wir auch bestellen, wenn wir das freischalten. Hier müssen wir noch freischalten mit sehr viel Geld. Dann haben wir hier unsere Goldpfanne. Jetzt gehen wir hier raus. Und hier oben ist der Platz für die große Waschanlage dann, wenn wir soweit sind. Und hier diesen ganzen, wo hier das Fadenkreuz lang geht, diesen ganzen Bereich können wir ausbuddeln und wir können hier reich werden. Vielleicht. Okay. Jetzt fangen wir aber erstmal an. Wir haben jetzt 10 Minuten fast nur die ganzen Sachen geholt.
Ich hoffe ja, dass wir doch den ersten Cleanout kriegen. Schaufel, jawohl. Packe hoch, Schippe tief. Na, da. Jetzt machen wir erstmal die Hockpan voll. Die Waschanlage. Die manuelle. Wir haben noch kein Nugget gefunden. Und wir sehen auch immer schön, wie voll die Waschanlage ist und wie voll die Matten sind. Eine Schaufel können wir noch. Komm, tu mal ein Nugget raus. Komm. Zum Anfang. Glückspilz. Ha, ich habe ein Nugget gefunden, oder? Ich habe gerade ein riesiges Nugget gefunden. Sie existieren also doch. Leute. Ja, wie? Nö, ich will das behalten. Seid ihr besoffen? 22 Gramm. Fast eine Unze. Leute von heute. Sehr schön. Ich werde hier reich. So, wir haben... Nein, ich wollte das nicht. Ich wollte das... Ja, komm rein. Ja, ich weiß, es ist voll. Wasser rein. Und ausspülen. Reicht schon? Ne, ich brauche noch mehr Wasser. Also ich kann es hier auch aus dem Fluss nehmen. Muss nicht unbedingt mehr Wasser sein, aber ihr wisst, was ich meine. 4-5%. 22 Gramm Gold haben wir schon mal. Da haben wir fast die Ausgaben. Ist leer? Jo, da haben wir fast die Ausgaben drin für das, was wir gekauft haben. Also wir sind immer noch pleite. Also kein Neid jetzt auf dieses 22 Gramm Gold Nugget. Wenn ihr das Spiel spielt, schreibt mir in die Kommentare, wie groß war euer größtes Nugget? 17 Gramm. Ich habe noch mal 17 Gramm gefunden. Jetzt sind wir schon bei 39 Gramm. Jetzt müssten wir schon fast im Plus sein. Ohne, dass ich die Matten ausgewaschen habe. 89, eine Schaufel noch. Komm. So, einmal wieder hier den Eimer. Ich möchte ja wenigstens ein Cleanout machen mit euch. Heißt, die Matten müssen noch ein bisschen voller. Oh. Und ich hoffe, dass es noch mehr Nuggets gibt. Und sobald wir das hier leer haben, hier ist so ein kleines Feld, was wir ausbuddeln können, geht es dann, ich denke mal, dann haben wir genug Geld für die ersten größeren Maschinen. Ich denke mal, hier werden wir dann wahrscheinlich noch mit dem Mini-Bagger vielleicht noch arbeiten. Mal schauen, wie ergiebig das hier ist. Ich habe noch ein 25 Gramm Nugget gefunden. 64 Gramm. Wir haben fast 100 Gramm Gold jetzt schon gefunden. Leute, das löppt ja hier. Wenn das so weiter löppt, bin ich tatsächlich reich. So, jetzt haben wir voll. Jawohl, einmal wieder. Wie viel Prozent sind die Matten? 20%. Also heißt, bisschen noch durchhalten. Bisschen noch durchhalten. Und die erste Zeit möchte ich ja hier auch zeigen. Jetzt dann, wenn wir das einmal durchhaben oder zweimal durchhaben, werde ich das natürlich im Schnelldurchlauf machen, immer so, dass wir gucken können, wie die Ausbeute ist. Oder natürlich, sobald ich ein Nugget finde, werde ich dann immer wieder reinschalten. Aber dieses Buddeln, das gucken wir uns ein, zweimal an. Dann kennen wir das alles. 24 Gramm. Wir haben jetzt 87 Gramm. Das war jetzt das dritte oder das vierte Nugget hier in dem kleinen Stück. Hier kann man ja das Gold bald aufsammeln. Okay. Und ich bin immer noch gespannt auf das nächste Nugget. Mal so ein 100 Gramm Nugget oder sowas. Dann könnte ich mir wahrscheinlich direkt den Mini-Bagger holen. Ja, lass bei mir. Ich weiß gar nicht, ich habe gar nicht drauf geachtet. Habt ihr drauf geachtet, was er gekostet hat? Habe ich danach geguckt? Aber ich denke mal, so teuer wird er nicht sein, ne? Vielleicht 10.000? Obwohl in so Goldschürfer-Ecken sind natürlich Werkzeuge immer sehr teuer. Wir können weiter schaufeln.
Hier liegt, da liegt doch eine Scherbe drin, oder nicht? Da, das da. Ist das nicht eine Scherbe? Naja. Und Nugget? 20 Gramm. Wir haben über 100 Gramm Gold am ersten Tag. Wild. Und wir haben die Matten immer noch nicht ja, ausgewaschen. Noch eine Schaufel noch. Ne, noch eine. So, komm. Ja, hättest aber noch mal ein Nugget tun können jetzt hier, ne? Jetzt bin ich verwöhnt. Oh nein, jetzt verwöhnt mich das Spiel am Anfang. Und gleich kann ich stundenlang suchen. Oder im nächsten Video stundenlang suchen. Bis ich dann ein neues Nugget habe. Brauche ich noch einen Eimer? Ja, wahrscheinlich. Okay, wie haben wir jetzt? 42%. Ich würde sagen, eine machen wir noch voll, ne? Okay, so. Eine machen wir noch voll. Mal gucken, ob wir noch ein Nugget finden hier direkt am Anfang. 107 Gramm. Da ist ein Nugget. 30 Gramm. Wir haben 137 Gramm. War das, brauche ich auch so, wenn ihr das am Anfang hier gespielt habt, dass ihr da so viele, übelst viele Nuggets bekommen habt. Oder ist das jetzt, weil ich einfach einen goldenen Finger habe? Manche Gärtner haben ja den grünen Daumen. Ich habe hier den goldenen Finger. Ich weiß es nicht. Aber ich denke mal, das ist bei allen so, um die Leute dann im Spiel zu halten. Damit man es nicht nach 2 Stunden wieder zurückgibt. Ihr wisst ja, bei Steam kann man das nach 2 Stunden, wenn es einem nicht gefällt, einfach wieder zurückgeben. Aber ich muss sagen, mich begeistert das jetzt schon von Anfang an. Ich habe auf sowas Bock, mir macht sowas Spaß. 53. Ich mache mal jetzt noch hier voll bis bei 80%. Ich schneide so lange und dann machen wir einen kleinen Cleanout. Ich muss mich einmal melden. Ich bin noch die dritte Schaufel und wir haben schon wieder ein 20 Gramm Nugget gefunden. Let's go. So Leute, bis zum nächsten Nugget oder bis zum Cleanout. Bis gleich. Nächstes Nugget, Leute, 24 Gramm. Ey, wieder die dritte Schaufel im frischen Hogpen. 181 Gramm. Ich werde das Gold so schnell verkaufen und dann irgendwas Schönes kaufen. Irgendwas, was mir die Arbeit erleichtert. Hier dieses ganze Geschüppe, das ist für Leute mit so viel Gold. Na, ist das nix. So, wir haben jetzt wieder 100%. Wir sehen uns gleich, wenn es den Cleanout gibt. Nugget, Leute, Nugget, 20 Gramm. Wir haben jetzt 202 Gramm und wir sind gleich beim Cleanout. Wollt ihr dabei bleiben? Ach, ihr bleibt jetzt einfach dabei. So, wir machen das jetzt hier nochmal voll und dann machen wir ein Cleanout. Haben wir 100? 89, eine Schaufel noch und dann gibt es den Cleanout und dann schauen wir mal, wo wir am Ende rauskommen. Nach dem ersten Spiel schon, nach dem ersten Spieltag hier schon reich und berühmt und ja, naja, berühmt vielleicht nicht, aber reich. Wir haben so viel Gold. Lohnt sich gar nicht weiter zu spielen. Naja, gut, mit 200 Gramm Gold kommst du, glaube ich, noch nicht ganz so weit. So, wir haben jetzt 81%. Okay, wir machen jetzt hier einmal Wasser rein. Jetzt müssen wir nämlich die Matten hier auswaschen. Einmal hier noch. So. Okay.
Da ist nicht ganz viel Konzentrat drin. Das bringen wir in unser Zelt. Und einmal hinstellen. Und jetzt brauchen wir hier einmal noch Wasser. So, ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Wo kommen wir raus am Ende? Gib mir mal Wasser hier. Ja. Wo kommen wir raus am Ende? Kriegen wir die 250 Gramm Gold zusammen? Also fast ein Viertel Kilo. Das wäre ja wohl richtig geil. So, jetzt machen wir das. Einmal ausschütten. Und jetzt geht es hier in die heiße Phase. Ins Wasser rein. Wir drehen und wir schauen mal, da ist schon das erste Goldstückchen, das zweite, dritte. Alter, okay, okay. Einmal ein bisschen ausschütten, das Wasser. Oh, schaut mal, wie schön das glänzt. Ich wasche noch ein bisschen. Vielleicht kommt ja noch was raus. Oh, fast das Gold verloren. Oh Mann. Ein bisschen Wasser abkippen. Oh, das sieht gut aus. Jetzt muss ich mal einmal... Oh, schaut mal, wie viel Gold da ist. Jetzt muss ich mal einmal die Steuerung einblenden. Shift. Für den Goldsammelmodus. So. Immer eingesammelt. Oh, das ist ein großes... Alter, habt ihr das gesehen, wie groß das war? Nochmal. Hey, da war doch... Goldsammelmodus verlassen. Ist ja nichts mehr. Wir schütteln nochmal. Das kann doch nicht alles gewesen sein. Wir haben ja jetzt nur Geld gemacht über unsere Nuggets. Da war ja gar nichts drin. Das lohnt sich ja gar nicht. Nee, das geht doch nicht, oder? Dass da nur 4 Gramm Gold drin waren in der ganzen Waschrinne. Wir aber über 200 Gramm an Nuggets bekommen haben. Ja. Da ist nichts mehr drin, du. Das ist enttäuschend. Also ich dachte, in dieser Pfanne ist mehr Gold drin. Aber Leute, wir haben 200 Gramm Gold, 205 Gramm. 5 Gramm Gold ist schon ganz schön viel Geld. Wir werden das im nächsten Video vertiefen. Wir werden im nächsten Video hier wahrscheinlich schon ein bisschen aufrüsten. Wir werden im nächsten Video das Gold verkaufen und so weiter. Und falls ihr das nicht verpassen wollt, ich würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Dann sehen wir uns dann im nächsten Video, wenn ihr liked, kommentiert und wenn ihr abonniert. Haut rein, bis dahin und ciao, ciao.